Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! Also, wir haben am letzten Mal hier noch die Enacting Cultural Illusion. Das ist etwas, was uns quasi die große Mehrheit an Radikalen aufgezwungen hat. Jetzt werden es noch mehr, weil jetzt auch die Aristokraten in Österreich radikal werden. Yay. Finde ich gut. Aber ich hoffe, danach geht es wieder runter. Ich hoffe, wir kriegen das danach hin, dass es wieder runter geht. Das wäre schrecklich, wenn nicht. Wait, wofür? Ah, Türsteher. Hab ich weggetan, weil dadurch, dass Russland dort in den Krieg eingestiegen ist, habe ich mir damals gedacht, ne, ne, das nicht. Okay. Okay. Ja, genau, habt schon recht. Kauft unsere Engines, damit die Preise weiter steigen. Ach, unfassbar. Ja, wir bauen eh noch mehr Motorindustrie, weil die Preise schon so hoch sind. Aber die sind offensichtlich weltweit so hoch. Bosniak Migration. Large numbers of Bosniak people have begun migrating to the state of West Switzerland. Okay. Belgian South Germany first activated. Okay. Das ist ein Interesse an. So, holen wir uns schon eine Obligation? Nein. Wie lange muss ich euch bitte bezahlen, damit ich die Obligation bei euch? Ein Witz. Bin noch immer infamous, aber mehr. Noch 26,6. Da haben wir es. Da können wir schauen, ob wir vielleicht einen von denen, wo wir die Obligation haben, dazu bringen können, ein Teil unseres Landes zu werden. Dann schaufeln wir wieder Points frei. Subjugation refused. Hammer refused to become protectorate of Europe. Echt jetzt? Russland? Spinnt's hier? Minus 67, ich hasse Ah, wobei, das ist dann unsere Infamie. Mit der Obligation müsste das jetzt funktionieren. Gut. Dann müsste auch das da kein Problem mehr sein, wenn wir nicht mehr infamous sind. Perfekt. Alles läuft nach Plan. Die Wirtschaft läuft, schauen wir mal, wie es weltweit ausschaut. Die United States haben sich noch immer irgendwie nicht verbreitert, gescheit. Kanada ist irgendwie größer. Oh, ein Diplomatic Play in Sachsen. Das ist interessant, was ist das? Radical Saxony. Sachsen is strengthen the nation and maintain balance of power. Und tatsächlich sogar besser, die Rebellen für uns. Aber tief. Nähern wir uns an die Rebellen an. Wer ist auf deren Seite? Mecklenburg?
bisschen im Kopf. Ja, gerade Dings. Ich meine, wenn uns einer von den beiden eine Obligation anbietet, dann mache ich natürlich auf seiner Seite mit, egal wie von beiden es ist. Na, warte mal, wer sind denn diese Typen? Bettenbürden. Rural Folk. Da sind's. Das Militär. Naja, das ist jetzt nicht meine Lieblinge grundsätzlich. Ich frage mich gerade, ob die Radikalen die Verträge von Sachs übernehmen würden. Weil Sachsen ist ja Teil meines Marktes. Die embargoing us. Echt jetzt? Urarg. Was fällt denen ein? Brauchen mehr Eisenbahnen. Sind da Eisenbahnen dabei? Ja. Relativ weit. Was war das? Schon wieder die Ionischen Inseln. Obligation from Baden! Yes! Endlich! Endlich! Stop bankrolling. Confirm. Aber wir sind wieder im Plus. Achso, ja, weil wir Stop bankrolling gemacht haben. 25,1. Bald noch mehr im Plus. Jetzt sind wir bald nicht mehr in Famous. Yay. Okay, ging was dann wieder. Soll ich da teilnehmen? Ich meine, vielleicht gewinnen sie trotzdem. Ups, warte mal. Wenn, dann muss ich mich jetzt entscheiden. Uff, fast. Was haben wir da? Die haben 27.000 und 8.000. Vielleicht gewinnen sie sowieso von alleine. Naja, kann schon sein. Lassen wir das. Wenn uns keiner dafür bezahlt, dass wir mitmachen, dann machen wir auch nicht mit. Die Ionischen Inseln sind mir eigentlich relativ wurscht. Hier bin ich auf deren Seite, laut dem Ding. Und weil da die Aristokraten mit an der Macht sind. Hm. Jedenfalls sind offensichtlich. Gut. Nein. Sie haben die Labor Unions. Polish Customers. Ah, das ist von der Cultural Exclusion, oder? Not wanted. Some people have expressed a position to the equal treatment of Polish people under the cultural exclusion law, announcing that they will refuse them service.
Such discrimination is unacceptable. Ah ja, genau, machen wir noch mehr Radikale, oder? They can do what they wish with their own businesses. Oh wow. Oh, danke. Negative Ereignisse. Stall 23,6%. Wir haben jetzt zweimal eine 50 und eine 60-prozentige, sogar 70-prozentige Chance vertan, das zu schaffen. Das ist ein Witz. Das Spiel. Ich müsste ich sehen, wenn ich nicht mehr in Famous bin. Ha, schon bin ich nicht mehr in Famous. Wollen wir es wieder machen? Wollen wir uns gleich wieder in Famous machen? So. Make into Protect. Nein, nicht einmal mit der Obligation. Noch immer minus 13. Cancel. Parma sollte aber jetzt funktionieren. Hammer geht. Wie würde das machen? 5,5 Infamy. Und wenn wir gleich wieder in Famous. Okay. Machen wir aber, glaube ich, trotzdem. Zuerst schauen wir, ob die Protektorat werden würden. Ja, würden sie. Es bringt nur 6 Infamy. Schau dir was an. Die sind aber viel stärker als Hammer. Wir nehmen natürlich die Leute hin. So, was ist da? Belgien. Unsere Freunde in Belgien. Die unterstützen wir auf jeden Fall. Wenn es sein muss. Oh, was wollt ihr von mir? Prussia wishes to enter into a trade agreement. Na klar, wollen wir das. Wir wollen Preußen sogar in unserem Markt. Das wäre natürlich sehr cool, wenn wir Preußen in unseren Markt kriegen würden. Oh, Frankreich ist ja total infrastrukturell unten nach, unten hinten du nach, bist du dort? Da eine Region haben sie, die genügend Infrastruktur hat, bist du irre, was ich brauche, oder? Ja. Da unten die, aber ist ja. $176 Millionen an BIP. So, vom BIP sind wir bei Frankreich und Großbritannien schon weit jetzt. Die Revolutionen in den beiden Ländern haben ihnen nicht gut getan. Und vor allem Frankreichs riesiges Wachstum ist ziemlich zum Erliegen gekommen. Oh. Ah, wir sehen das erst ab 1892, weil er die Regierung gewechselt hat, weil er die Revolution gewonnen hat. Sehr lustig. Großbritannien, da hat die Revolution nicht gewonnen. Die sehen wir seit 1836. Qing auch. Das hat genau gar nicht gewachsen. Das BIP. So.
British Raj hat ein größeres BIP als die United States. Selbst Russia hat ein größeres BIP als die United States. Was ist das? Naja, gut, sie haben auch dreimal so viele Leute. Wir sind wieder infamous. Aber damit kann ich leben, weil Sardinien Piemont ist jetzt ein Protektorat. Oh yay, machen wir doch glatt. So, und dann machen wir folgendes. Ihr hier werdet mobilisiert und ihr hier werdet mobilisiert. Du hier gehst bitte an dieses. In Wirklichkeit hätten wir nur einen mobilisieren müssen. Ja. Zur Revolution in Welt. Wir werden das so machen, wie man es machen muss. Kurz und schmerzlos. So, wir haben ein großes Einkommen. Wir könnten in Wirklichkeit da Consumption Taxes runtergehen irgendwo. So, was ist das? All play, no work. General Wilhelm von der Tanz, personal habits are starting to get in the way of his role as general. Wieso? Was hat er denn für eine Sache? Opium addict. Könnte es sein, dass es daran liegt? Rough fool? Was heißt rough auf Deutsch? Ja, tüchtig, nein, so aufbrausend, glaube ich, ist. Fire him. Oder he's too valuable. Addiction affecting work. Er ist ein guter General und er ist noch gar nicht so alt. Andererseits war es vielleicht eine bessere Kardinal. Was haben wir denn dann noch alles? Realisten, also Kapitalisten und Armed Forces. Wir stärken. Wollen wir einen von denen stärken? Und wie alt sind die Frauen? Du bist 37 und du bist 41. Das ist ja. Slower Defense. Defender Defensive Strategist. Also der ist auf jeden Fall nicht schlecht in der Verteidigung. Was kann der nochmal? Oh, der gehört Intelligenz hier außerdem. Vielleicht will ich ihn wirklich loswerden. Defensive Strategist. Specialist. Mutland. Was ist der Pious ist denn noch? Was kann das? Weniger Moralverluste. Bessere Moral Recovery. Bringt aber weniger Leute um. Naja, gut. Mist. Und wir gehen raus. Wir gehen.
Wie alt sind jetzt? Ja, 40. Okay, den promoten wir einmal. Die Köpfe sind Aristokraten. Das ist okay. Und dich promoten wir auch einmal. Ja, 40, 40. Das haben wir schon wieder nicht geschafft. Sehr ärgerlich. Rubber discovered in Annam. Okay. Keine von meinen Gegenden. Dann ist es mir wurscht. Okay. General has died. Der ist nicht gestorben, wir haben ihn nur rausgeworfen. Außer er hat sich danach umgebracht. Serve declared neutrality. Ach so, in dem liegt hier. Ja. Machen wir doch gerade auch. Solange sie uns keine Obligation zahlen, existieren sie nicht für uns. Okay, dann machen wir Schluss für heute. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss.